Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Dynasty. Ich sitze hier immer noch bei einem komischen Typ, dem habe ich aber jetzt leider noch nicht gänzlich alles, aber einiges habe ich dem schon aus den Taschen gezogen. Oh, das ist noch eine Steinaxt, die kann man noch mitnehmen. Das noch Brennholz, das kann man mitnehmen. Die Waldkiste kann man auch mitnehmen. So, ich komme nie wieder hierher. Habe ich versprochen. Zweige, Zweige, Zweige. Was ist das hier? Nix. Zweige, Zweige, Zweige. Es ist mitten in der Nacht und ich bin halt am Arsch der Welt. Irgendwo hier hat's Wölfe, auf die ich so richtig keinen Bock habe. Ich könnte jetzt hier lang gehen. Leon der Erste, der Fürsorgliche. Weiß ich nicht. Na, ja, hier ist Wolfsgebiet. Sogar offiziell. Hase, hier hat Fuchs. Viel gibt's denn davon? Ich weiß nicht mehr, was ich Ton brauche, aber hier ist gerade welcher und oh, ich schade zu viel. Nee, noch geht's. Auf jeden Fall muss ich hier weg, bevor der Typ aufwacht und sieht, dass ich ihn komplett ausgeraubt habe. Mehr darüber. Berggebiet entdeckt Hirsch, das ist auch okay. Da drüben sind die Hirsche. Wie sind. Muss hier Jagdgebiet, wie sind. Ach, oben im Norden, oben drüber, okay. Weil die sind nämlich auch ziemlich unangenehm. Können ziemlich brutal werden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Elche sind auch heftig große Tiere, aber die tun einem für gewöhnlich nichts. Lalalala. Oh, so. Müsste jetzt irgendwo. Dieser Weg anfangen. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln. Wegen der Wölfe und so. Kein Bock zu sterben. Ach komm, ehrlich. Erdgebiet entdeckt Wildschwein. Ja, das ist ja jetzt. Okay, ist hinter mir. Bleib bitte im Tal, das ist jetzt mein Zuhause. Ich wollte auch aus dem Tal überhaupt nicht raus. Da vorne hast du mir einen Weg angezeigt und dem wollte ich gerne folgen. Kann ich wissen, dass du den Weg aus dem. Aus der Karte raus. Mach. Dingst. So.
Jagdgebiet Falke. Ja, gut, Falke ist ja jetzt. So, jetzt sind wir hier. Drüben ist schon wieder das Wasser. Banditenlager vielleicht? Keine Ahnung. Nee, das ist ja sehr nah an uns zu Hause. Ja, war Stadt doch bestimmt schon gewesen, oder nicht? Na, ich will es jetzt gerade mal nicht ausprobieren. Vielleicht war ich auch noch nicht da hinten. Ich will es erst mal haben. Sag mal, was rennst du eigentlich die ganze Nacht draußen rum? Das ist auch ganz schön bescheuert von dir. So, schlafen. Gott sei Dank. Ach, Gottchen. Ach, je, ach, je. 6-minütige Odyssee, bis ich wieder daheim war. So, wunderbar. Das Altbier fischt noch seine Wohnung aus. Soll er mal machen. So. Wieso ist das Brennholz rot? Was ist denn da passiert? Ein rotes Johanniskraut? So. Ein kleiner Weidenkorb. Warum ist das alles rot? Was ist denn das? Ja, bitteschön, du wirst gebrauchen. Komm mal, Steinmesser. Steinmesser ist doch wunderbar. Irgendwann, wenn wir an. Über den Weidenköpfchen würde ich jetzt gerne mal was probieren. So, wie ging das? Zack. Das stehlen. Nein, kann man nur so. Na, ich packe jetzt erstmal da rein. Ich hätte jetzt eigentlich gerne irgendwo als Deko irgendwo hingestellt, aber gerade weiß ich nicht wie. Egal. So. Ich habe Hunger und ich habe Durst. Das ist schön. Ich muss mal langsam hier ein bisschen das Roggenbrot aufessen, bevor es schlecht wird. Seltsame Holzriechen. Oh, die könnte man auch verkaufen. Ich lasse mal eins hier. So, was hat denn der gute? Oh, 8 Holzstämme hat er gemacht. Zwischendurch, sehr schön. Hat der auch. Das geklaute Brennholz hat sich jetzt unter das andere Brennholz gemischt. So. Hat der auch. Noch Stroh. Wie viel brauchen wir? Weiß man nicht. Ich nehme mal 25 mit. Und die sind jetzt alle. So. Brauchen wir noch irgendwas? Stöcke. Stöcke haben wir. Bestimmt haben wir auch Stöcke. Na sicher haben wir auch Stöcke. Ich nehme mal alle mit. So. Wir haben uns jetzt genug zulabern lassen. Das müsste jetzt eigentlich erst mal wieder reichen für eine Weile. Ich bin jetzt, was Zulabereien betrifft, erst mal ein bisschen gesättigt. Muss natürlich auch immer noch die Zuneigung einer Frau gewinnen. Eine Jägerin. Vielleicht. So, ach ja. Schöne Sache. Dann gehen wir, wenn wir das Haus fertig haben, gehen wir dann natürlich nochmal rüber ins Dorf. Vielleicht auch ins andere. Ich guck mal. Ne, wobei nicht das ganz hinten, wo der.
wo der hungernde Hugo oder der sterbende Hugo herkam. Oh. Sondern wir gehen erstmal wieder vorne in die Stadt. Ja, mal gucken, ob wir diese komischen Holzrehe verkaufen können. Vielleicht verkaufe ich auch das Fleisch, was ich einstecken habe. Ich muss dann auch langfristig ein Nahrungslager bauen. Gut, wenn ich einen Jäger habe, der kann auch erstmal hier in diese Hütte hinein produzieren. So, ich brauche noch 7 Stroh. Und 7, 14, 19, 26, 30 Stöcke. 7 Stroh und 30 Stöcke. Stöcke würde jetzt erstmal so schnell keine produzieren können. Also muss ich auch mal wieder selber sammeln. Ist jetzt aber an sich erstmal nicht das Problem. Zweige haben wir hier sehr viele. Zack. Da kriegen wir schon 30 Stöcke raus. Haben wir es auch schon. So. Oh, ich habe nicht genug getrunken heute. Ah. Na, ist schon wieder da. Ich renne gerade mal runter und hole 7 Stroh. Dann ist die Jagdhütte fertig. Dann 1 und 4, 6, 7. Perfekt. Wunderbar. I'm parched. Ach so. Timber! Aha. Alter Ego-Spieler, hä? So. I need to drink something. Natürlich habe ich keinen. Im Strahl kotze ich da. Es ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ach komm schon. I could really do with a drink. Ja, I can really krieg einen Rabbel, weil du all sein Werkzeug kaputt machst. So, wir bauen uns eine Axt. Und mit dieser wunderschönen Axt können wir diesen Baum zerschlagen, aus dem wir uns einen Hammer bauen. Aber wir haben zumindest jetzt gerade. Achso, mein Mouse ist dry, hat er gesagt. Ich hab verstanden, nice try. So, hä? Klappt doch alles ganz gut hier. An sich. Außer, dass du ein bisschen doof bist. Technology! Brauchen wir lieber von innen. Jetzt musst du gleich außen rumlaufen. Hä, wieso hab ich keine Stöcker mehr? Hä, hab ich mich verzählt? Da war's. Was ist da passiert? Und ich hab wahrscheinlich. Na gut, eigentlich hätte ich bei dem Baumfällen auch Stöcke rauskriegen müssen. Habt ihr jetzt nicht alle einfach beim. I'm thirsty. Ja, ich weiß. Axtbauen verballert. So, das Dach noch decken. Und dann ist es erledigt. Sehr schön, Jagd, da haben wir. Messer sind eingelagert. Du machst deinen Job. Ich geh jetzt spazieren.
da lam dam da la lam dam dam. Mal gucken. Muss so ein bisschen was verkauft kriegen. Ja, ich weiß. Durst, aber jetzt ausgerechnet hier an der Stelle trinken, wo alles total zugekrützt ist, finde ich jetzt auch ein bisschen eklig. Hier, der Bach ist doch bestimmt ein bisschen was reiner, ha? Huh? Leckerchen. So, wollen wir bei der Gelegenheit Uni-Ghost auf die Schnauze hauen? Ich habe halt ein bisschen Angst, dass er dann zu reden beginnt. Das ist so meine Befürchtung. Ich will nicht, dass er mit mir redet. Ich habe keine Lust, dass er mit mir redet. Er soll einfach die Schnauze halten. Bitte, halt einfach die Schnauze. Ist irgendwas, das man plündern kann? Kann sich auf den Stuhl hocken. Na gut. Dann nicht. Ich fürchte, ich komme von dieser Seite aus nicht in das Dorf rein. Warum haben die hier Palisaden gebaut? Ich tue denen doch gar nichts. Ich bin doch ein ganz lieber Bürger. Nachbar. Mensch, was auch immer. Geschichte. Kannst du jagen? Scheiß, kannst du. Kannst du jagen? Flasche. Kannst du jagen? Vollidiot. Mit großer Power kommt große Verantwortung. Und der King scheint zu tun, just fine. For the peace of the kingdom. Kann man mit dir flirten? Hello there. Oh, du bist 18. See you around. Ich wurde abgelehnt. How do you do? Dobronjaga, wir kennen uns schon. Von wo hab ich mal gesehen? Willst du kaufen Fleisch? Und willst du vielleicht kaufen lustig seltsame Holzreihe? Danke. Willst du eine Feder haben? Das ist Bullshit. Oder Holzstämme? Na, lieber Holzstämme lieber noch. Ich denke dir. Everything is permitted. Ein Templer. So, also ich muss aus der Schuld hier gucken, ob hier. Aber. Da go. Mivko, mit. Ja. Ah, da bist du ja. Unigos, hallo, ich hab mit Sambo unterhalten. Schön, ist ja schön, dich zu sehen, ich wohne, Olle. Olle, du, was ist los, du? So, was ist los? Das ist überhaupt Schatz, nicht wahr? Der süßeste Schatz von allen, wie ein Glas Honig. Jo, so ist ja unser Sambo, ja, ich verstehe. Er hat mir allerdings von meinem Onkel erzählt, diese Geschichte vom Herrn der Apfelbäume. Ich war wurde gut, auch in der Geschichte zu erzählen, nicht wahr? Ja, wirklich. Ich war überrascht. Ach nein, ich will dir doch nur auf die Schnauze hauen. Ja, ich wüsste dir, ohne ich heuße, du hattest ganz sicher lang kein Wort gesagt, ne? Aber als wir dann am Feuer saßen, da hat er sich plötzlich an irgendeine Anekdote erinnert. Er lochte auf und fing an zu erzählen. Er wurde von einem vollkommen stumm zu einem wahren Baden. Seine Erzählung war so fesselnd. Er war fast unmöglich, ihn nicht zu hören. Er mochte sogar unerhörliche Stimmen noch, aber es, also, sobald er fertig war, wurde er wieder still, ne? Aber ich habe diese tolle Persönlichkeit nicht ganz verstanden. Mit unterschiedlichen Stimmen, wer macht denn so einen Quatsch? Ein Schauspieltalent, das im Körper eines Bärenbändigers gefangen ist, er hat mir übrigens gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Klatsch ihn, bitte, bitte klatsch ihn! Hat er das, ja, und was? Eine Ohrfeige. Jo, das klingt nach Sambo. Und? Hast du auch Fäuste liefern?
Das geht leider nicht, ich fürchte, ich habe sie irgendwo unterwegs verloren. Kluge Bursche. Aber wenn er nachfragt, dann sagst du ihm, dass du mich gerade bewusstlos geschlagen hast. Rein aus Neugierde. Was hat er Sambo darüber erzählt, wie er so ein toller Mann geworden ist? Er hat gesagt, dass ihr nach dem bestmöglichen Kandidaten gesucht habt und dass er die naheliegendste Wahl war. Jo, das klingt wie er weiß, was er sagen würde. Ist das nicht die Wahrheit? Es ist keine angenehme Erinnerung, aber ich glaube, dass du es verdienst, die ganze Geschichte zu... Ich will keine Geschichten hören! Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will nicht Geschichten hören! Manu! Warum ihr nicht rekrutiert? Nun ja, eigentlich schon. Jordan hat das getan. Aber wir haben keine Wahl. Nachdem Jordan und ich damit anfingen, uns zusammen der Mission zu vorschreiben, da waren wir echt erfolgreich. Und es lief glatt, schon fast zu glatt. Und wir vollbrachten viele gute Taten, brachten das verdiente Lächeln auf viele geschundene Gesichter zurück. Das war der Moment, in dem wir anfingen, unvorsichtig zu werden. Es gab eine geheime Gilde, die von einigen hochrangigen Rittern und Baronen gegründet worden war. Wir nannten sie die Verkäufer, herzlose Bastarde. Am besten verdienten sie an lebender Ware und nein, ich meine nicht Tiere. Sklaverei war im Reich etwas verboten, streng verboten, euch so, und die Königin bestand darauf, nur die Verkäufer machen ihre eigenen Regeln. Sie sperrten Menschen ein wie Vieh, vor allem Frauen und Kinder, dazu verdammten ihren feuchten Verlies gegen Ratten und magere Nahrungsrationen zu kämpfen. Die Gilde war die bloße Menge wichtiger als deren Zustand. Krankheiten interessieren sie nicht, Wunden versorgen sie nicht. Ich glaube, mir wird übel. Manchmal dauert es Tage, bis sie die Toten aus den Käfigen holten, die stärksten überleben oder eher die Ärmsten überdauern. Es war einfach schrecklich und wenn du mich fragst, oder die ganze verdammte Gilde einen langsamen, schmerzhaften Tod verdient. Aber das war nicht unser Weg. Jordan machte es vom ersten Tag an klar. Wir durften niemals ein Leben nehmen. Das war die wichtigste Regel von allen. Und deswegen habt ihr euch einen Schläger geholt? Jedenfalls, wir konnten alle befreien. Wagen voller gebrochener Menschen. Selbst die Pferde hielten ihre Köpfe gesenkt. Trauend beschämt. Die Verzweiflung in der Luft war noch giftiger als der Gestank noch verwesen im Fleisch. Ich verwese auch langsam. Und inmitten all dessen vernachlässigten wir unsere eigene Sicherheit. Die Söldner erwischten uns und brachten uns in eine Folterkammer. Ja, stell dir vor, an diesem grauenhaften Ort gab es einen noch grauenhafteren Ort. Unglaublich. Die Verkäufer waren nicht in Stimmung für Geduldspielchen, also schickten sie sofort ihren schlimmsten Folterknecht. Das Grauen pockte mich, ließ mich völlig verstunnen. Ich konnte kaum atmen, Jordan sagte kein Wort. Sah mir aber nur an. Seine Augen wirkten ruhig, aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls ruhig bleibe, aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Der volle Knecht knollte Jordan an einem Stuhl fest und prügelte auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Schmiedehämmer. Jeder Schlag hinterließ eine blutende Wunde und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Jordans Gesicht nicht mehr wiederzuerkennen. Das einzig Vertraute inmitten des blutigen Fleischbräus war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist. Der volle Knecht begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste. Also holte er so ein Messer. Das war der Augenblick, in dem Jordan anfing zu sprechen. Und machte ihm ein Angebot. Eins nach dem anderen. Aber der volle Knecht machte von der mit weiter, seinen Oberkörper einzuritzen, als würde er uns das Fleisch versprochen vorbereiten. Da war so viel Blut, ich konnte es beim Atmen schmecken. Ich wünsche mir, ich würde das Bewusstsein verlieren. Einfach vor all dem weglaufen, weit weg. Und mein Herz schlug so heftig, dass es mich wach hielt. Plötzlich hielt er voller Knecht inne. Er blickte zwischen mir und Jordan hin und her. Er sagte nur diesen einen Satz. Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber Jordan nickte nur. Also band er uns beide los und fahr auf uns zu verlochten. Dabei begegneten wir einigen weiteren Söldnern, alle schwer bewaffnet, keine von ihnen hält uns auf. Selbst sie hat Angst vor diesem Kerl. Wir entkommen in einem Stück, also, wir entkommen lebendig. Es dauert viele Wochen, bis Jordans Wunden zu heulen begann und selbst danach war er so voll enorm, dass er aussah, als hätte jemand versucht, ein Kettenhemd auf seine Haut zu stecken. Aber wir waren im Tod entronnen und so ein Sandbode wurde einer von uns. Der Folterknecht, das war Sambo, nicht wahr? Jo.
Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid, dass euch das angetan wurde. Dabei gäbe es keinen Grund. Der Weg, den wir betreten, wir haben ihn uns selbst ausgesucht. Wir konnten das Risiko. Wie könntet ihr so einen Menschen in eure Gruppe aufnehmen? Denkst du, ich wollte diesem Mordgesellen meine Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, in den Rücken zuzukehren. Aber jeder deine Bewegung genau beobachtet. Warum habt ihr dann nicht einfach weggejagt? Das ist ganz einfach. Jorn hat es ihm versprochen. Er versprach ihm die einzige Sache, die diesem Rowling etwas bedeutete. Und das war Geld. Viel mehr, als ihr Geld ihm bezahlte und einen Anteil an der Beute von jedem unserer kommenden Rabzüge. Hättet ihr ihn nicht einfach ausbezahlen können oder weglaufen? Das war nicht Jordans Art. Er war ein meisterlicher Lügner, aber wenn er jemanden wirklich sein Wort gab, dann blieb es dabei. Davon abgesehen, fanden wir später heraus, dass Samuel nicht von Natur aus böse ist. Er war einfach ein Söldner. Tat das, wofür man ihn bezahlte, befolgte Befehle. Jordan verbrachte viele Stunden, damit sich mit ihm zu unterhalten, ihm unsere Verhaltensregeln zu erklären. Samuel hat nie auch nur eine einzige davon gebrochen. Niemals. Das ist unglaublich, euer Leben, meine ich. Ich glaube, das wäre alles zu viel für mich gewesen. Und deswegen will ich davon auch einfach nichts mehr hören. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass sehr vieles davon noch nie mehr zustoßen wird. Ich habe vieles erlebt. Und noch all den Jahren ist die Sache, die ich dir am meisten wünsche, dass du ein langweiliges, beständiges Leben haben wirst. Ja, vielen Dank. Darf ich jetzt damit anfangen? Es gibt immer etwas zu tun. Das höre ich gern, Don. Werde ich auch mal meine nächste Bitte nicht langweilen. Immer was damit. Womit kann ich helfen? Du musst Ela in Boro für mich finden und meine Sense von ihr zurückholen. Ist so gut wie erledigt. Ich will nichts mehr für Unighost machen, da Unighost-Geschichte, und ich will nicht mehr dir helfen. Ich habe keine Lust mehr auf dein Gesülze. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ich will nicht mehr. Ich hasse alles. Wollen wir tauschen? Ich hock mich sinnlos auf einen Stuhl und du lässt dich zulallen von diesem Vollidioten? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht. Ich bin gebrochen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warum? Wo ist das nächste Wolfsgebiet? Seufzt. Ein großes, ausgiebiges und von Herzen kommendes Seufzt. Ich rede nicht mehr mit ihm. Ich will nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht mehr. Red mit Unighost. Beschäftige ihn, bitte. Warum verlieren die alle ihre Lieferung? Ich bin jetzt extra bis hierher gerannt, damit ich die Brücke nehmen kann, nur um da festzustellen, ich bin dreckig, daneben dran im Fluss zu gehen. Na, ist ja auch egal. Ist alles egal. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich gehe in den Wald und sterbe. Ich sterbe eines grausamen Todes. Oder ich bringe wahllos Menschen um. Welche Menschen? Warum liegt hier überall so viel Kacke rum? Was ist denn mit euch? Seid ihr alle zu blöd zum Fahren, zu laufen? Flacher Strohhut. Der ist eigentlich eher was für den Sommer. Gegen Roasting Out hier. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich den Winter überlebe. Es wird zackenkalt werden. Entschuldige, dass ich das so feiere, aber es war ein guter Wurf. Glücklicherweise hat es mich nur meinen Speer gekostet. Ziemlich so. So,
Jetzt wollte ich doch definitiv nicht mehr irgendeinen dummen Geschwätz machen und jetzt habe ich mich wieder belallen lassen. Es ist schon die zweite Folge völlig zugelallt worden. Es tut mir leid. Es tut mir von Herzen leid. Kann es sein, dass wenn ich in das Dorf in die andere Richtung gemusst hätte? Ja, ich laufe irgendwie gut. Ich kann aber noch nach Barmessia reisen. Mal eine Rundreise machen und uns hier so ein bisschen... Ach, das war eine Luxe. Die anderen Orte mal angucken, die es hier noch so gibt. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Das wäre vielleicht eine Idee für die nächste Folge, wobei es schon wieder dunkel wird. Ach, Kacke. Das ist alles Kacke. Alles ist Kacke. Alles ist Mist. Alles ist Scheiße, so wie es ist. Egal. So, das mache ich das nächste Mal mit dem blöden Uni-Ghost. So nämlich. So, dann belassen wir es für heute mal dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Abonnieren vergessen. Ich habe es schon mal gesagt, immer schön das Abonnieren vergessen, damit ich bloß hier weiter auf der Stelle drehte. Ich habe es nicht anders verdient für diesen Story-Scheißdreck da. Es tut mir leid. So. Bitte nächste Folge ohne Geschwätz. Es wäre so schön. Es würde mich so glücklich machen. Bis dahin. Schönen Tag noch. Tschüss.